Willkommen zum zweiten Unboxing heute. Ihr habt vielleicht im ersten schon gesehen, dass ich... Moment, ich muss das mal den Fernseher leise machen. Dass ich heute in der Früh, also Freitag, 2. oder 3. 6. Moment, ich schaue nach. Das möchte ich nämlich jetzt genau wissen. Also, 3. 6. So. Ich habe 2 Pakete in der Früh bekommen. Wir sind auch noch am frühen Morgen. Und das zweite kam von Saturn Online. Und beide Pakete haben indirekt, direkt miteinander zu tun. So. Das ist meine Rechnung. Und wie ihr hier sehen könnt, weiß nicht, ob man es schon erkennen kann, habe ich mir etwas Besonderes gekauft. Ich fange mal mit dem kleinsten an. Das ist eine Hammer Speicherkarte mit 64 GB. Eine SD XC mit 10 Jahren Garantie. Dann habe ich mir gekauft ein Prima Foto Gear Stativ. So. So schaut das aus. Und wo ein Stativ ist, na, muss zwangsläufig auch. So, das packen wir mal hier hin. Na, was muss auf ein Stativ? Jawohl. Ein Camcorder, eine Kamera von Panasonic, die V180, also HC-V180. Ja, und damit werde ich euch in Zukunft die Videos drehen. Momentan filme ich ja mit meinem Handy. Das wird mir aber auf die Dauer einfach zu kompliziert, weil währenddem ich die Filme drehe, bin ich absolut nicht erreichbar am Handy. Also es kommen definitiv wichtige Anrufe und wenn ich da nicht erreichbar bin, muss nicht sein, geht nicht und deshalb, ja, habe ich mir die hier gekauft. Und die werde ich jetzt mal kurz auspacken und dann euch vorstellen. Bleibt dran! Ja, meine Lieben, das kleine Stückchen Glück, wie ich es jetzt mal nennen darf, habe ich ausgepackt für euch. Und natürlich gehört sie nicht mir alleine, sondern unsere Familie. Mein Mann, wenn sie braucht, etc. pp. Aber trotzdem habe ich jetzt schon mal so ein bisschen mehr das Teilchen angeschaut. Das ist, wie gesagt, der Panasonic Full HD HC-V180, 10 Megapixels mit, hier kommt der Akku rein, dann kann man hier unten die große SD-Karte reintun. Der, worauf ich sehr großen Wert gelegt habe, ist, dass der Bildschirm drehbar ist. Ja, das kann ich jetzt euch so hier nicht zeigen, weil mit einer Hand geht das ein bisschen schlecht, aber er ist definitiv drehbar. Dann hat man hier oben seine Volumen, Weite, Tiefe. Ja, hier kann man dann praktisch die Kabel anschließen. Ja, und das werde ich jetzt einfach mal an die Ladestation hängen, damit der Camcorder dann noch einsatzbereit ist und ich euch ein bisschen was dazu zeigen kann. Hier ist der Akku, Netzteil, die Kabel, die SD-Karte, die habe ich extra dafür geholt. Dann das Kabel hier und natürlich Anleitungen. Ja, meine Lieben, das war's zu dem Unboxing heute, ganz unerwartet. Unverhofft kommt oft, also um die Uhrzeit jedenfalls, weil normalerweise
ist bei uns die Paketpost nicht so zeitig unterwegs. Ich danke jetzt zum ersten Mal fürs Zuschauen und sage Bye-bye, eure Katrin.